Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute möchte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um den Great Vault gehen und dazu war ich letzte Woche ein bisschen fleißig, habe wieder ein bisschen Arena gespielt und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir so im Vault drin haben. Wichtige Randinformation: Ich werde wahrscheinlich ein Item nehmen, wenn wir eins haben mit Sockel. Oder wenn wir keins mit Sockel haben, dann nehmen wir einmal hier die Münzen, dass ich mir den Sockel holen kann. Also wir haben hier einmal einen Tierteil, die Hände, die haben schon mal keinen Sockel. Dann habe ich die Hose drin, die leider auch keinen Sockel hat. Die würde ich für T-Mog tatsächlich noch brauchen. Und was haben wir als letztes? Einen Kopf, der hat leider auch keinen Sockel. Schade an der Stelle. Gut, dann müssen wir wohl die Marken nehmen, denn diese Items an sich habe ich die schon. Ich habe auch genug quasi Punkte, um mir dementsprechend... Und auch die anderen Items mit den anderen Stats zu holen, das ist nicht das Problem, aber an Sockeln mangelt es mir so ein bisschen. Deswegen werden wir uns einmal hier die Sockel holen und ich glaube, bei einem von den Händlern können wir die umtauschen. Nee, das hier brauche ich. Jetzt muss ich mir mal überlegen, warte mal, wo habe ich denn mein PvP-Gear? Da haben wir es doch. Wo ich den Sockel drauf mache. Also ich kann den Sockel an welche Slots machen? Ich könnte ihn auf den Gürtel setzen. Auf die Handgelenke. Achso, da habe ich immer noch die alten an. Oder was habe ich noch für eine Möglichkeit? Auf dem Kopf habe ich schon eins drauf. Ich könnte es natürlich dann auf den anderen Kopf drauf basteln. Ja gut, ich spare mir jetzt erstmal den Sockelslot hier noch. Eventuell, wenn ich noch ein bisschen höher spiele, kann ich quasi meine Sachen noch ein bisschen upgraden. Und dann werden wir gucken, was ich dann noch quasi hier sockel. Gut, an der Stelle war es das tatsächlich schon. Ihr hört, meine Stimme ist vielleicht immer noch ein bisschen angeschlagen. Und dementsprechend musste ich mir jetzt auch ein bisschen vorbereiten, dass ich das Video aufnehmen konnte mit ein bisschen Hustensaft und so. Aber ja, ich denke mal, am Wochenende werde ich wieder streamen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so aus eurem Great Vault rausgekriegt habt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tla, bis zum nächsten Mal. Ciao.